In ArchiCAD könnt ihr Geländemodelle mit dem Freiflächenwerkzeug ganz verschieden konstruieren. Zum Beispiel, indem ihr 2D-Höhenlinien mit regelmäßiger Teilung nachzeichnet. Bleibt dabei, dann seht ihr, wie es geht. Jetzt gehe ich hier wieder in meinen Grundriss, mache jetzt Variante 2. Dazu muss ich die Linien wieder einblenden. Ich klicke hier auf alle Ebenen unsichtbar, dann kehre ich das Ganze um, sodass alle Ebenen sichtbar sind und gehe jetzt auf meine nächste Variante. Jetzt war der Anfang, auch hier eine Freifläche zu zeichnen, die ich dann untergliedern kann. Dann nehme ich jetzt mal eine Spezialvariante, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das ist die Geometriemethode regelmäßig abgeschrägt. Die macht jetzt Folgendes: Ich kann 3 Eckpunkten meiner Freifläche verschiedene Höhen geben bei der Eingabe und ich kann einen Grid erzeugen von Linien auf dieser Freifläche, die mir schon automatisch mehrere Punkte liefern, die ich dann mit verschiedenen Höhenangaben versehen kann. Und mein Plan ist jetzt folgender. Ich möchte gerne, dass ich hier mehr Punkte bekomme auf dieser Linie und ich auch, möchte auch auf dieser Kante mehr Punkte haben, statt nur 2, wie hier. Einer, 2 jeweils. Ja. Ich möchte da gerne 10 Abteilungen haben, also 10 Unterteilungen, brauche also 11 Punkte. Einmal hier und einmal hier und dazwischen nochmal 9. Und das gleiche hier auch. Das löse ich gleich, indem ich dieses Werkzeug richtig einsetze. Außerdem, zweiter Punkt, möchte ich gerne, dass diese beiden zwar auf der Höhe 0 liegen, wie die da auch, aber diese beiden dürfen ruhig schon vorab auf der Höhe 10 liegen. Ihr könnt euch darauf verlassen, das habe ich 1000 Mal ausprobiert, wie das funktioniert. Deswegen funktioniert es jetzt auch. Aber das muss man ausprobieren zur Not, weil, ja, komme ich gleich zu. Das ist die X-Ausrichtung 40 Meter, das ist die Y-Ausrichtung 20 Meter. Ich möchte gerne in der Y-Richtung eine Unterteilung haben und in der X-Richtung möchte ich keine Unterteilung haben. X, Y. Da steht zwar nicht dran, aber der erste Wert ist x, der zweite ist y. X möchte ich keine Unterteilung haben. Wenn ich hier jetzt 1 reinschreibe, dann macht ArchiCAD mir automatisch eine 2 draus. Warum? Damit ist gemeint, ArchiCAD erwartet nicht, wie viele Teilfelder ich habe, sondern haben möchte, sondern es erwartet die Angabe dazu, wie viele dazugehörige Linien ich brauche. Wenn ich also ein Feld haben möchte, dann brauche ich dazu 2 Linien. Das ist das, was hier mit 2 gemeint ist. Hier gebe ich jetzt 11 ein, damit ich 10 Unterteilungen bekomme. Und hier habe ich lange rumprobiert, Z1, Z2, Z3, das ist nicht ganz so klar, vielleicht ist es klar, ich bin aber auch nicht so ein Mathe-Genie, deswegen habe ich rumprobiert, wo muss ich 10 reinschreiben, damit ich am Ende hier meine Höhe 10 bekomme. Nach natürlich dreimaligem Ausprobieren bin ich darauf gekommen, dass ich es hier reinschreiben muss. Wenn ich jetzt OK sage, dann macht mir ArchiCAD aus dem soeben gezeichneten Rechteck eine solche Freifläche. Die gucke ich mir mal kurz im 3D-Fenster an. Da ist sie. Und man sieht schon, dass die ganz hübsch aussieht. Ich habe hier diese Nadelstreifen sozusagen. Ich habe hier hinten die Höhe 10, das muss ich zumindest vermuten. Hier vorne die Höhe 0 und ich habe vor allen Dingen ganz viele Punkte hier oben. Und das war es, was ich eigentlich auch wollte. Ganz wichtig, diese Punkte. Was ich nicht brauche, sind diese Linien. Ich gehe mal auf das Pfeilwerkzeug, das geht am einfachsten. Und wähle die der Reihe nach aus und lösche sie. Keine Angst, die Punkte bleiben. Ja, man denkt zwar, die verschwinden, aber nein. Die bleiben, ne? Da sind sie noch. Und jetzt habe ich diese schöne Freifläche, die eben hier jetzt schon mal 10 Meter hoch ist und da 0 Meter und ich habe diese Unterteilung in 10 Felder. Und jetzt mache ich Folgendes, ich möchte jetzt nicht die Zauberstabfunktion nehmen, weil eben der Zauberstab für diese unregelmäßige Teilung sorgt und ich mache das jetzt ein bisschen umständlicher, dafür auch ein bisschen ordentlicher, indem ich hier in regelmäßigen Abständen dieses Polygon klicke. Also rechte Maustaste, Auswahl Aktivierungswerkzeug. Jetzt kann ich da drauf klicken. Und kann ein Polygon zeichnen. So, das mache ich jetzt aber trotzdem nicht, weil wer sagt mir, dass die Teilung korrekt ist und nach Gefühl will ich das auch nicht machen. Wenn ich hier länger drauf klicke, sehe ich genau ein kleines rotes Strichlein, das teilt mein Spline in 2 Hälften. Hier oben ist eine Palette, die heißt Kontrollfenster oder so ähnlich. Fenster, Paletten, Kontrollfenster. So, und dieses Kontrollfenster enthält jetzt Zeichenhilfen, Fangpunkt. Related Stuff sozusagen. Ich kann zum Beispiel hier einstellen, dass es Fangpunkte gibt, nicht auf der Hälfte, das habe ich ja gerade, dass ich also die Hälfte angezeigt bekomme, der Klassiker. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich hätte gerne Teilungen. Und da kann ich jetzt, sehe ich schon, wenn ich da drauf gehe, habe ich 3 Teilungen. Ich habe hier was Rotes, da was Rotes, scheint also ein Drittel zu sein. Und jetzt kann ich auch da drauf gehen und kann sagen, ich hätte gerne 10 Teilungen. Hier darf ich jetzt 10 schreiben, muss nicht 11 schreiben. Wenn ich jetzt wieder drauf gehe, dann sehen Sie ganz viele rote Striche. Das macht nämlich jetzt eine 10er-Teilung.
Was dazugehört thematisch ist hier der Button daneben. Wenn ich da drauf gehe, sehe ich entlang des gesamten Elements. Das heißt, die Fangpunkte werden auf das gesamte Element verteilt. Der Spline besteht aus verschiedenen Kurvenabschnitten und das ist jetzt quasi die Lösung, dass hier steht entlang des gesamten Elements. Normalerweise standardmäßig steht er zwischen Knotenpunkten und wenn Sie das ausgewählt haben, dann macht Ihnen Archicad immer die Zehnerteilung auf einem Kurvenabschnitt. Und die Kurvenabschnitte können verschieden lang sein. Das bringt uns also nichts. Ich möchte ja, dass dieser Spline insgesamt 10-mal geteilt ist, also gehe ich hier wieder auf entlang des gesamten Elementes. Und jetzt ist noch ein anderes Problem, dass die Splines nämlich da oben rausgucken und unten. Und das kann ich auch nicht gebrauchen. Ich wähle die jetzt mal alle aus und schneide die jetzt mit Steuerung Ö. Öl wie Öl ab. Ja. Also das nennt man Splitten, diesen Befehl. Den finden Sie im Bearbeiten-Menü und ich habe jetzt keine Lust, diesen Befehl Splitten zu erklären. Wichtig ist nur, dass diese Splines abgesäbelt werden, weil jetzt habe ich erst die richtige korrekte Zehnerteilung auf jedem Spline zwischen dem Punkt und dem Punkt. Okay. Jetzt klicke ich wieder meine Pfeifliche an und gleichzeitig mit der rechten Maustaste Auswahl und Aktivierungswerkzeug. So. Und jetzt möchte ich gerne dieses Polygon zeichnen. Wenn ich hier oben anfange, dann erlaubt mir das Archicad nicht. Ich kann nicht hier oben das Polygon anfangen zu zeichnen, weil ich da auf einer Kante dieser Pfeilfläche bin. Ich zeichne jetzt ausgehend von dem ersten Punkt, der innerhalb liegt, dieses Polygon. Das ist ja eh schon ein bisschen mehr Arbeit als eben das mit dem Zauberstab. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass es dadurch noch ein bisschen länger dauert, dass ich da oben Doppelklick. Jetzt kann ich sagen, neue Punkte hindurchfügen, auf anwenderdefinierte Kanten anpassen und voilà, eine wunderschöne gleichmäßige Teilung. Und da oben diesen Punkt, den bekomme ich jetzt, indem ich einfach da drauf klicke und diese linkeste oberste Option nehme. Jetzt kann man diesen Punkt theoretisch verschieben, ich lasse es aber an der Stelle, ich klicke sozusagen da nochmal hin und jetzt habe ich da meine Punkte. So, das mache ich jetzt an jeder Kante und werde das Ganze ein bisschen beschleunigt abfahren, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Da habe ich mich ein bisschen verklickt. Backspace. So. So, fertig. Alle Punkte gesetzt. Jetzt kommt der Höhepunkt. Ich blende erstmal wieder die Splines aus. Ich wähle irgendwo einen Spline aus und sage ausgewählte Ebene ausblenden. Jetzt habe ich ja hier diese Fläche, die ist ja schon korrekt ansteigend von 0 auf 10. Also der Teil ist schon mal erledigt. Ich muss jetzt nur noch diese Unterpunktgruppen sozusagen einzeln auf die jeweilige Höhe bringen. Aber jetzt will ich noch kurz diese Teilung hier loswerden. Also immer wenn ich da drauf gehe, kommen jetzt so 10 kleine Teilungen. Die möchte ich natürlich jetzt nicht mehr haben. Ich gehe jetzt deswegen wieder hier auf Hälfte. So, und jetzt kann ich hier sagen, Höhe 8 Meter, bitte auf alle anwenden, ja, klar, auf alle, die ich da habe. Und aber auch der Punkt da unten, den muss ich dann einzeln anklicken und auch sagen, 8, und jetzt hier bitte nicht auf alle anwenden, okay. Ja. Dann geht es hier weiter, 6 Meter, auf alle anwenden. Und dieser einzelne Punkt da oben wieder, 6 Meter. Nicht auf alle anwenden. So, ich mache das jetzt mal weiter. So, jetzt bin ich fertig damit. Das ist jetzt die etwas bessere Variante im Vergleich zu der linken. Die Aufteilung hier unten ist deutlich besser. So, liebe Kollegen, das war's zum Thema Geländemodell in Archicad, 2D-Splines und Fangpunkt-Tuning. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr euer Modell noch gleichmäßiger modellieren wollt, schaut euch auch noch mein letztes Geländevideo an. Und wenn ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachvollziehen wollt, in meinem Blog horstsondermann.com gibt es eine Textfassung dieses Videos.